Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen wieder bei Moviecheck und zur Filmkritik zu Maigret, einem französischen Kriminalfilm aus dem Jahr 2022, der es im März 23 auch zu uns ins Kino und nunmehr auch ins Heimkino geschafft hat. In diesem Film spielt niemand Geringeres als Gérard Depardieu die Rolle des berühmten Kommissars Maigret. Berühmt mitunter auch deswegen, weil einst Jean Gabin ihn in zwei anderen Filmproduktionen verkörpert hat. Maigret, ein Kommissar, ein Schwergewicht, der es mit einem ganz knackigen Fall zu tun bekommt, der ihm alles abverlangt, persönlich wie auch auf professionelle Art und Weise. Es herrscht eine regnerische Festnacht in Paris und ein junges Mädchen wird tot aufgefunden. Mehrere Messerstiche in Unterbauch und Brustbereich. Sie ist tot. Wer war's? Warum musste dieses junge Mädchen sterben? Und Maigret hat auch direkt schon einen Anfangsverdacht, aber diesen Anfangsverdacht tatsächlich auch zu unterfüttern und den oder die Täter dingfest zu machen, ist die Aufgabe, die uns über 90 Minuten der Film Maigret erzählt. Über Gérard Depardieu kann man selbstverständlich wie über oder bei allen kontroversen Schauspielern, Regisseuren und Personen des öffentlichen Lebens halten und denken, was man möchte. Ich sehe ihn jetzt in Bezug auf diese Filmkritik zu Maigret tatsächlich nur bezüglich seiner Performance über die Laufzeit von 88 bis knapp 90 Minuten und muss sagen, dass es mir wirklich gefehlt hat, diesen Schauspieler, der die französische Art des Performance verkörpert wie kein anderer, endlich auch mal wieder in einem großen Projekt zu sehen, das meinem Lieblingsgenre auch natürlich angeneigt ist, dem Thriller nämlich. Thriller passt allerdings nicht allzu wirklich und allzu gut auf dem Film Maigret. Es ist ein klassischer Kriminalstreifen, quasi im Sinne und Stil eines deutschen Tatorts. Macht das diesen Film per se schlecht? Na, es kommt natürlich immer darauf an, welchen Tatort man guckt und welche Art von Kriminalfall diesem dann auch zugrunde liegt. Hier ist es ein klassischer Mord, ein Mord an einem Mädchen, dessen Identität nicht bekannt ist, dessen Identität erst gelüftet werden muss und über diese Lüftung dann auch mögliche Motive des Täters herauszuarbeiten sind. Und auf diese Fährten- und Spurenleserei nimmt uns der Film mit und das eben primär aus der Perspektive des alteingesessenen und auch gesundheitlich angeschlagenen Kommissars Maigret. Ich muss sagen, dass mir die Art und Weise, wie dieser Film seine Geschichte erzählt, aus performance-technischer Sicht richtig gut gefallen hat. Gérard Depardieu spielt halt diesen alten, mitunter auch etwas griesgrämigen, belasteten, einfach durch die Vergangenheit belasteten Kommissar, dessen Privatleben entsprechend auch für Außenstehende sehr kühl wirkt. Und diese Kühle, aber auch Kühnheit legt er eben auch im Beruflichen an den Tag und versucht dann auf stoische Art und Weise tatsächlich getreu dem Motto, ich versuche nicht meine Verdächtigen zu verhören, sondern ich höre lieber zu, was sie mir erzählen, quasi Brutkrumen aufzusammeln und schlussendlich dann ein Gesamtbild vor Augen zu haben der Geschehnisse, die es hier tatsächlich ja dann auch schlussendlich zu lüften gilt. So gesehen ist und lebt dieser Film durch die Performance von Gérard Depardieu, aber eben auch durch und vor allem von dem Setting, in dem der Film spielt. Das Paris der späten 60er, frühen 70er Jahre finde ich hier richtig schön eingefangen. Auch die Kameraperspektiven wirken meist sehr abstrus. Ich möchte nicht sagen altmodisch, aber zumindest klassisch. Und das gefällt mir richtig gut, vor allem, weil ich mich auch hier und da bei der einen oder anderen Kameraeinstellung an Alfred Hitchcocks Filme erinnert fühlte, um quasi über die Kameraführung selbst einen Effekt mit erzählerischer Natur zu erzeugen. Was meine ich damit? Wenn wir beispielsweise eine verwinkelte Hauseingangsebene sehen mit diversen Treppenstufen, dann ist das mitunter auch schon symbolhaft für diesen verzwickten und in sich verworrenen Fall. Gleichzeitig aber auch mitunter eine Beschreibung des Charakters, den Gérard Depardieu hier verkörpert. Diese Bildsprache ist
vorhanden, wenn ihr mich fragt, so habe ich den Film wahrgenommen. Sie ist aber so subtil, dass sie einerseits nicht unbedingt unmittelbar ins Auge fällt und leider Gottes zu wenig ins Auge fällt, um tatsächlich auch atmosphärisch diesen Film aufzuwerten. Wer darauf achtet, wird sich freuen. Wer es nicht auffällt, der wird es als merkwürdigere Kameraeinstellung abtun und quasi dann auch schon wieder vergessen haben beim nächsten Szenenwechsel. Ist das schlimm? Naja, für mich als Filmliebhaber wäre es schlimm, wenn man auf solche kleinen Aspekte nicht achtet und sie wertschätzt, aber umso schlimmer ist es, wenn diese Stilelemente benutzt werden, sie sich aber nicht tatsächlich dann auch in die Dramaturgie der erzählten Geschichte einarbeiten. Und genau das ist halt hier der Punkt. Der Film von seiner Story ist recht linear gehalten. Man hat von Anfang an eigentlich schon einen Verdacht, was hier diesem Mord zugrunde liegt. Und der Film bestätigt einen am Ende letzten Endes nur. Dementsprechend muss man sich tatsächlich auch die Frage erlauben dürfen, ist der Film tatsächlich primär ein Kriminalfilm oder eher ein Drama, dessen zentrales Element der Charakter des Kommissar Maigret ist, der ja mitunter auch eine persönliche Motivation an den Tag legt, sich diesem Mord an diesem jungen Mädchen zu widmen und auch einem anderen Mädchen, welches auf der Straße lebt, zu helfen. Hier kommen also unterschiedlichste Motive zusammen, aber zusammengehalten werden sie halt durch diese Kriminalkomponente, die aber aus meiner persönlichen Ansicht nach heraus sehr schwächelt. Und zwar von Anfang an. Der Klimax dieses Filmes, den mag ich noch nicht einmal Klimax nennen, weil es de facto keinen Höhepunkt darstellt. Es ist eine ernüchternde Darbietung dessen, was letzten Endes der Zuschauer über 80 Minuten verfolgt hat. Die Conclusio ist quasi angelehnt an den Film Das Verhör, einen Kriminalfilm aus den 70er Jahren, in dem es nur um ein Verhör ging, um letzten Endes einen Mord oder eine Mordserie aufzuklären. Hier ist das alles sehr zusammengestaucht in den letzten 5 Minuten und lässt den Zuschauer dann auch mit einiger Ernüchterung zurück. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, dass der Film insgesamt, jetzt habe ich zweimal insgesamt gesagt, das ist ziemlich doof, aber all in all dieser Film tatsächlich funktionieren kann, wenn man sich auf ihn einlassen möchte. Ich habe das getan und bin trotzdem als Fan des Thriller- und Kriminalfilmgenres nicht wirklich überzeugt gewesen. Das tat mir richtig leid, vor allem weil der Trailer mich an sich schon gepackt hatte und dann aber nicht mit dem mithalten konnte, was der Film schlussendlich uns zu bieten imstande gewesen ist. Und das war eben deutlich weniger. Dementsprechend Erwartungshaltung nach Sichtung des Trailers extrem hoch, Vorfreude auch extrem hoch, die Ernüchterung dann aber ebenso schwerwiegend nach Sichtung des Filmes. Gérard Depardieu ist trotzdem der schillernde Stern in diesem Film. Er spielt gemeinsam neben, und den Namen spreche ich jetzt definitiv falsch aus, Jade Labescht und Melanie Bernier, die auch hier mit ihrer Performance diesen Film aufwerten, aber trotzdem gedeckelt sind durch die Geschichte, die mitunter, muss man sagen, in ein 90-minütiges Korsett geschlungen wurde. Hätte man diesem Film etwas mehr Laufzeit gegönnt, hätte man mitunter auch der Ausarbeitung der Charaktere, die nicht explizit nicht von Gérard Depardieu verkörpert werden, das sind ziemlich viele interessante Figürchen, dann hätte man mitunter auch hier noch den ein oder anderen Twist, die ein oder andere Zerstreuung für den Zuschauer einarbeiten können, um diesen Film dann auch schlussendlich in den letzten Minuten noch interessant werden zu lassen. So gesehen ist dieser Film leider eher nur ein Durchschnittswerk. Dementsprechend fällt auch meine Wertung aus. In der Filmwertung vergebe ich noch so gerade 2,5 von 5 möglichen Punkten. In der Genrewertung 3 von 5, also insgesamt 5,5 von 10 möglichen Punkten für den Film Maigret. Eure Meinung zu dem Streifen, wenn ihr ihn denn gesehen habt, in die Kommentare. Und ich sage tschö bitte und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.